Und da sind wir wieder zurück bei Stronghold Crusader 2. Wir haben die erste Löwenherz-Kampagne ja gemeistert beim letzten Mal. Und jetzt machen wir den zweiten Teil mit dem Titel Hinterhalt, was nicht fein klingt. Vom Erfolg angetrieben rückt Richard Spornstreichs auf Antiochia zu. Saladin jedoch lauert den begierigen Kreuzrittern unterwegs in einem Hinterhalt in den Bergen auf. Richard ist mit seiner Wache vorausgeritten und somit fällt es euch zu, dem Sturm zu trotzen. Okay, wir haben 25 Tage Zeit, dass wir alle Truppen des Gegners zerstören und wir haben verloren. Achso. Genau. Wir haben 25 Tage Zeit. Oder sollten wir es in 25 Tagen schaffen? Ne, wir müssen es in 25 Tagen schaffen. Und der Burgherr darf von uns nicht sterben. Das sind echt harte Missionen, Leute. Wie strategisch von König Richard, uns diesen Hinterhalt zu überlassen, während er mit seinen Rittern vorauseilt. Haltet euch lieber bereit, Sir. Zumindest gibt es hier Stein und Eisen. Okay, wir haben hier eine Befestigung. Und wie ist das dann? Hier haben wir die... Was ist denn das? Achso, das sind Tiere. Und wo kommt dann der Hinterhalt her? Dieser Ort ist ein Labyrinth von Wegen in Richtung der Anhöhe, Milord. Wir können sie unmöglich alle verteidigen. Okay, Anhöhen. Lass mich hier mal zurechtfinden. Diese kleine Oase ist die einzige weit und breit, Milord. Und es dürfte uns schwerfallen, unsere Bauern zu schützen, sollte es zu einem Angriff kommen. Was sind das? Streitkolbenkämpfer, okay. Waffen schultern! Und hier oben habe ich auch noch Soldaten stehen. Ah, okay. Da können wir ein paar ausbilden dann wieder. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Was ich tun soll. Ich soll irgendwen bekämpfen. Hier ist eine Hier sollte ich mal Bogenschützen oben platzieren. Haben wir Bogenschützen? Ja. Wir haben keine Bogenschützen. Sollte vielleicht die Mannschaften einfach mal hier ein bisschen bereithalten. Sollen wir jemanden schlagen? Meine Nervosität wächst hier. Wo bleiben Saladins Soldaten? Macht den Streitkolbenkämpfern! Ziehen los! Von hier hinten werden sie sicher nicht einfallen. Natürlich einen Turm zu postieren, das wäre schon ideal. 100 Stein, wir haben zu wenig Stein. Brauchen ein bisschen mehr Stein. Speer haben den Feind entdeckt. Sie kommen, mein Herr! Hier kommen sie. Kampfbereit! Macht den Streitkolbenkämpfern! Salvenfeuer! Feuer!
Okay. Wir kümmern uns drum. Dann werde ich die nächsten hier postieren. Den anderen lasse ich in der Stadt mal. Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Das freut mich natürlich zu hören. Wo sind die? Verstärkungen? Wo? Also ich sehe absolut keine neuen Truppen. Ah, hier bewegen sich welche. Prüf die Waffen! Armbrustschützen, okay. So, kann man hier auch irgendwo welche hinstellen? Nee, hier kann man nicht hoch. Gehen los! Wo gibt's Ärger? Der Feind greift an. Wo denn? Ah, von hier kommt er. Zwei Seiten kommt er. Wir werden angegriffen. Ziehen los! Bewegung, Hundesöhne! Gebäude stehen in Flammen, my Lord. Zeigt's ihnen! Zeigt's ihnen! Über eine bevorstehende Heiratszeit. Toll. Wir verschwenden unsere Zeit. Lasst uns nur in die Schlacht. Achtung! Schnell! Was? Bewegung! Sire? Hier ein paar Armbrustschützen. Los geht's! Packen wir hier drauf. Es geht aufs Neue los, Milord. Eure Hoheit! Wo kommen die Nächsten? Was ist denn los? Ich werde Ihnen einen feinen Empfang bereiten. Der Feind nähert sich, Milord. Oh. Bewegung! Lasst uns nur in die Schlacht. Zeigt's ihnen! Toll. Hat die Burgwelle durchbrochen. Ziehen los! Wir kommen in Frieden. Euer Zeichen, Sire.
Rauf auf die Welle! Jetzt muss ich die Mauer hier erneuern. Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Sind bereit. Wir verschwenden unsere Zeit. So, wo haben wir Verstärkungen bekommen? Ah, hier. Traben wir hier an. Ziehen los! Landsknechte bereit. Natürlich, Sir. In Bewegung, Sir. Sollen wir jemanden schlagen? Wir kümmern uns drum. Bewegung, Hundesöhne! Der Feind greift an. Von da oben? Kann ich ein paar Kolben-Typen haben? Eure Hoheit, wir verschwenden unsere Zeit. Neue Befehle, Reihen schließen. Kein Problem, Sir. Auf sie los! Speere bereit! Kein Problem, Sir. Speere vorwärts. In Reih und Glied stehen. Könnte hier ein bisschen mehr Abwehr auf der Mauer gebrauchen. Bereit und warten. Ihr dürft euch nämlich hier hochstellen. Sofort, Sir. Sollen wir jemanden schlagen? Bewegung! Streitkolben bereit! Vermute ich, dass sie von dieser Seite wieder kommen wollen. Sir! Es will kein Ende nehmen, Mylord. Sind unterwegs. Wir verschwenden unsere Zeit. Wir kümmern uns drum. Wir werden angegriffen. Zeigt's ihnen! Dann ziehen die anderen noch. Oh mein Gott, von zwei Seiten kommen die ja. Wo Ärger? Was ist denn los? Attacke! Zeigt's ihnen! Hm.
habe hier keine Chance, doch. Ich habe keine Truppen mehr. Kampfbereit! Wir verschwenden unsere Zeit. Bewegung! Unsere Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Sind unterwegs! Es geht los! Seid gegrüßt. Von vorn müssen sie auch rennen. Meine Füße. Sind das meine ganzen Soldaten? Das gefällt mir gar nicht. Ja, jetzt werde ich überrannt. Gebäude stehen in Flammen, my lord. Kommt noch eine Welle. Hier kommt auch noch eine Welle. Absolut keine Chance. Okay, ich hätte die Daten vielleicht bauen sollen. Ja, die hätte ich voll nachproduzieren können. Waffen wird benötigt, Sire. Wo gibt's Ärger? Der Kampf! Bauern werden benötigt, Sire! Das soll wohl ein Witz sein, oder? Der Feind greift an! Wir kümmern uns drum. Sind unterwegs. Rauf auf die Welle. Attacke! Rekruten werden benötigt, Sire. Eure Befehle, Sir. Reihen schließen. Wir werden angegriffen. Sind bereit! So. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Scheiß auf die Nahrung. Attacke! Ziehen los! Macht den Streitkolbenkämpfern! Sind unterwegs! Ziehen los! Attacke! Toll. Von jeder Seite an. Helft dem Lord! Er wird angegriffen! Landsknecht bereit. Wir werden es versuchen, Sir. Sofort, Sir. Rekruten werden. Neue Befehle. Landsknechte. Auf die Welle! Sir.
Rüstung! Ja, Sir. Ist auf dem Berg. Ja, der bringt echt weit in zu schnell. Echt kein Spiel für mich, vermutlich, Leute. Wenn man dies. Ist einfach doof, wenn man keine Ahnung hat, wie die Stadt aufgebaut ist. Der Lord wurde getötet! Ja, wir verloren. Das war so klar. Das war echt so klar, Leute. Oh. Ein starker Mann isst keine Datteln oder Körner. Es sei denn, er ist hungrig. Dann schon. Ein starker Mann ist auch kein toter Mann. Du Lappen. Ich muss deine Schwierigkeit runterschalten. So, wir sehen uns in der nächsten Niederlage. Bis dann!